Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ja, ich habe mir Porridge gemacht und wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, logischerweise, esse ich heute einen Tag nur Frühstücksrezepte bzw. Frühstücksessen, wie auch immer, einen Tag lang halt nur Frühstück. Und wie sollte es anders sein? Zum Frühstück gibt es Porridge. Ich habe jetzt die letzten Tage so lange kein Porridge mehr gegessen und die nächsten Tage habe ich da wahrscheinlich auch keine Zeit dazu, weil ich da auf Arbeit bin und da musste das halt nochmal sein. Schaut euch mal an, wie schön das ist. Richtig gut geworden. Ihr habt ja gesehen, was ich reingehauen habe. Ein paar Chiasamen, Banane wie immer. Obendrauf noch Kakaonips und Erdnussmus. Und jetzt habe ich gerade noch ein paar Tiefkühlbeeren obendrauf gehauen. Und das sieht so schön aus. Und das riecht so gut. Und ich freue mich so drauf, das jetzt zu essen. Einfach mega lecker. Ich esse das ja eigentlich immer so. Nicht immer mit Tiefkühlbeeren, weil ich manchmal nicht so Bock drauf habe. Aber immer mit Banane. Weil ich die Kombi einfach liebe. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Schreibt mir mal gerne eure Lieblings-Porridge-Variation in die Kommentare, weil ich esse es wirklich immer gleich. Also ich hätte gerne mal ein bisschen Abwechslung dabei, aber ich traue mich immer nicht, weil ich immer Angst habe, dass es mir da nicht schmeckt. Weil ich finde, durch die Banane wird es immer richtig schön süß. Und ich mische auch neuerdings kernige mit zarten Haferflocken, weil ich finde es manchmal richtig lecker, wenn noch hier so ein paar dickere Haferflocken drin sind. So nice und das wird mich wahrscheinlich auch so lange satt halten. Mega lecker. Also gerade mit dieser Beerenmischung, mega gut. Wenn ihr da, wie gesagt, eine bessere Kombination kennt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde es noch mit karamellisierter Banane ganz nice und ich wollte es mal mit karamellisiertem Apfel probieren. Beziehungsweise halt so angebratenem Apfel. Schmeckt bestimmt richtig gut, ich glaube. Um das Video heute noch ein bisschen spannender zu machen, stelle ich euch jetzt mal ein paar Fragen auf Insta, beziehungsweise könnt ihr mir jetzt Fragen auf Insta stellen. Und ich werde da vielleicht heute noch mal ein paar beantworten, dass das Video ein bisschen spannender wird. Ansonsten werde ich mir jetzt mein Frühstück schmecken lassen, noch ein bisschen lernen. Ich habe dann auch noch eine Unterweisung. Und ich denke, dann sehen wir uns zum Mittagessen wieder. Und mal, also zum Mittagessen, zu Frühstück Nummer 2 besser gesagt. Ich glaube, ich mache da French Toast. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher. Mal schauen. Auf jeden Fall werde ich mir das erstmal schmecken lassen. Es ist einfach so schönes Wetter, Leute. Oh mein Gott, die Sonne scheint so schön. Es wird Frühling. Ready. Ich glaube, ich gehe heute auch mal eine Runde spazieren bei dem schönen Wetter. Habe ich die letzten Tage auch schon immer gemacht. Und ich fülle mir jetzt den Kaffee ein bisschen um, dass ich nicht gleich alles mit einmal trinke. Der ist nämlich auch viel zu stark so. Wo sind die ganzen Kaffee-Lover? So gut einfach. Cheers. So ihr Süßen, wir machen jetzt Mittagessen. Sorry für das schlechte Licht hier. Steht hier so in der Ecke. Machen wir es so. Ich mache jetzt Mittagessen und zwar gibt es French Toast, wie vorhin schon angekündigt. Und ich habe richtig Bock drauf. Ich bin jetzt hier gerade schon am Toasten von 3 Toasts. Und ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Und ich zeige euch mal, wie wir das Ganze zubereiten. Und ich freue mich drauf. Ich habe nämlich schon richtig Hunger und Lust, was zu essen. Snacke ich jetzt hier beim Essen, beim Zubereiten noch einen Teelöffel Peanut Butter. Die ist so lecker. Die ist mit Zucker und allem Möglichen, also jetzt nicht irgendwie ein healthy Zeug oder so. Aber das macht es gerade so nice, deswegen love it. Dann mache ich ein bisschen Zimt mit rein. Schmeckt nice überall. Bisschen Bourbon-Vanille bzw. Butter-Vanille-Aroma, wie auch immer. Mega lecker. Auf jeden Fall ein Schuss Milch, sonst ist es zu wenig Flüssigkeit. Ich glaube, ihr könnt das auch mit 2 Eiern machen, aber ich nehme immer nur 1. Weil ich an sich generell sehr selten Ei esse. Versuche zumindest. Außerdem geht das auch ganz gut mit einem Ei. Reicht eigentlich völlig aus. Ich habe so Bock da jetzt drauf, ne? Ich bin generell meistens so ein süßer Mittagesser. Also ich esse auch gern herzhaft mittags. Aber irgendwie stillt das gleich so ein bisschen den süßen Zahn und dann brauche ich nichts Süßes mehr danach. Wisst ihr, was ich meine? Dann könnte man jetzt als Süße noch Agavendicksaft oder sowas da drüber geben. Haben wir jetzt aber nicht da. Deswegen nehme ich einen kleinen, oh Gott, einen kleinen bisschen Braunzucker. Und in der Zwischenzeit machen wir das Toast hier rein. Ich habe jetzt Sandwich Toast, also es könnte sein, dass 2 nur draus wären, weil die ja relativ groß sind. Lasst es auf jeden Fall schön vollsaugen und wenn ihr es auf, also lasst es auf jeden Fall auftauen, nicht toasten, weil dann wird es so crunchy schon und es muss richtig schön weich sein. Oh yes, I love it. Und Toast Nummer 2.
Die waren sogar schon ein bisschen zu lang im Toaster. Ich habe die vergessen rauszulegen und ich habe jetzt keine Geduld, die noch auftauen zu lassen. Also es wären doch nur zwei draus, aber ich finde, das reicht eigentlich völlig aus so als Mittagssnack. Naja. Naja. Bisschen zu heiß, würde ich sagen. Okay, wow, Leute, können wir kurz drüber reden, wie schön das aussieht. Wir ignorieren jetzt einfach mal, dass es hier ein bisschen dunkel geworden ist. Ups, ich habe die Pfanne dann doch ein bisschen zu warm gemacht. Aber es sieht doch richtig nice aus, oder? Also jetzt noch mit Apfelmark wäre es ein bisschen geiler gewesen, haben wir leider jetzt aber nicht mehr da. Es ist jetzt 12:45 und ich werde mir das genehmigen. Sieht so gut aus. Übrigens, ja, ich esse mit einer Kuchengabel. Wir haben leider keine großen jetzt mehr da. Geschmackstest. Ich habe so Bock drauf, yay! Ich wollte auch mal veganes French Toast probieren mit Banane oder so kann man das, glaube ich, machen. Schmeckt bestimmt auch nice. Mhm. Man kann sagen, was man will, das schmeckt mit hellem Toast einfach besser als mit Vollkorn. Dann ist es richtig schön aufgesaugt. Also es ist ganz gut gewesen, dass ich nur zwei Toasts genommen habe. Ich glaube, das dritte wäre sonst ein bisschen zu trocken geworden. Wenn ihr da mehr wollt, nehmt einfach zwei Eier mit Erdbeeren. So gut! Also ich liebe diese Tiefkühl-Erdbeeren echt, die sind so nice, generell diese Beerenmischungen. Da sind nämlich auch Blaubeeren mit drin. Also es ist jetzt natürlich nicht viel, eine ziemlich kleine Portion. Heute Abend wird es wahrscheinlich auch nur Brötchen vom Bäcker geben. Aber ich denke, es wird mich trotzdem gut satt halten wegen dem Ei. Und ich habe dann auch noch einen kleinen Snack. Die habe ich gestern gebacken, so Bananenmuffins, da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Deswegen, keine Sorge, wir fallen heute hier nicht vom Stuhl. Ich werde mir das jetzt noch schmecken lassen. Robin kommt hoffentlich auch gleich mit essen. Der ist heute mal ein bisschen eher von Arbeit gekommen. Und ja, bis später. So ihr Lieben, ich bin jetzt schon beim Leeren. Und wie gesagt, ich habe mir hier so Frühstücksbananenbrot, Muffins gemacht, wie auch immer. Die sind ein bisschen trocken leider, weil es eigentlich ein Rezept für ein Bananenbrot war. Und ich habe es einfach in Muffin gehauen, wahrscheinlich einfach ein bisschen zu lange Backofen gelassen. Aber trotzdem schmecken sie eigentlich ganz gut. Sind schön süß. Davon esse ich jetzt zwei und einen Apfel als Nachtisch. Und dazu gibt es noch eine Tasse türkischen Apfeltee. Und das Wetter draußen ist einfach nur toll. Und wie sollte es anders sein? Es gibt einen Kaffee, beziehungsweise halt den Rest von heute Morgen. So ihr Süßen, ich bin wieder zu Hause. Ich sehe ganz schlimm aus. Ich war gerade duschen, also nicht wundern. Meine Haare sind nicht von jetzt, von gestern, von... Meine Haare sind nicht von jetzt auf gleich fettig geworden. Ich habe die einfach gerade gewaschen, Sport gemacht, bin jetzt ready fürs Abendessen. Ich habe schon richtig Hunger, beziehungsweise dritte Mahlzeit des Tages, wie auch immer man es nennen will, vierte. Und ich habe mir jetzt, eigentlich esse ich das ja auch manchmal zum Abendbrot, aber ich finde trotzdem, dass es so ein richtig typisches Frühstück ist, also einfach nur. Da war leider das Mikrofon wieder nicht so nice. Ich habe euch einfach nur noch erklärt, was ich da Leckeres hatte, nämlich einfach ein Brötchen vom Bäcker mit Avocado, Käse, saure Gurke und Walnusskern, mega leckere Kombi, ich finde es richtig gut. Und Avocado und diesem vegetarischen, veganen Schinkenspicker. Und ich habe mir noch einen Gemüseteller gemacht, bisschen Karotte, Paprika und die sauren Gurken teile ich mir, denke ich, mit Robin, wenn er noch welche will. Nein. Dann halt nicht. Und das ist jetzt mein Abendessen, drittes Frühstück, whatever, um 18 Uhr, yummy. Richtig unschön, aber damit es noch so das typische Frühstücksklischee erfüllt, habe ich mir jetzt noch einen Toast mit Erdbeermarmelade gemacht. Und ich dachte mir, ich probiere mal Peanut Butter and Jelly aus. Ich habe das noch nie probiert. So ein bisschen, um den süßen Zahn zu stillen. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und ich werde mir das jetzt noch schmecken lassen. Und an der Stelle übrigens auch das Video beenden. So ihr Lieben, ich habe glatt vergessen, die Fragen zu beantworten. Deswegen mache ich das jetzt fix mal noch schnell. Vielleicht interessiert es ja die einen oder anderen. Wenn ihr mal Bock auf Mukbang, Mukbang, wie auch immer habt, schreibt es ja gerne in die Kommentare. Dann mache ich das auch gerne mal mit Robin zusammen. Wir labern mal ein bisschen und essen irgendwas Cooles. Hätte ich richtig Bock drauf. Schreibt es also gerne mal in die Kommentare. Fangen wir mit dem ersten an. Warum heißt Blue eigentlich Blue? Keine Ahnung. Es gibt nicht wirklich eine Hintergrundgeschichte dazu. Wir haben den abgeholt und haben die ganze Zeit auf der Fahrt überlegt, wie könnte man denn den Kater nennen? Und uns ist einfach nichts eingefallen. Und letztendlich haben wir ihn gesehen und dachten, die blauen Augen, die waren eigentlich das Erste, was uns so aufgefallen ist. Und deswegen haben wir uns dann letztendlich für Blue entschieden. Genau. Und der Name Blue ist echt schön, finde ich. Deswegen
heißt Blue, eben Blue. Was machst du eigentlich schulisch, beruflich? Also ich habe das schon ganz, ganz oft beantwortet. Ich mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau beim Strom. Und es ist eigentlich ganz cool, weil man viel, also in viele Bereiche schauen kann und es einfach eine super interessante Ausbildung ist. Und es ist ein bisschen Köpfchen gefragt, das auf jeden Fall. Aber wenn man sich gut dahinter klemmt und viel auch fleißig ist, dann kriegt man das locker hin, auch ohne irgendwie Fachabi in Wirtschaft oder so. Ich würde es jetzt aber nicht studieren, sagen wir es mal so. Ansonsten mal schauen, ob ich das mein Leben lang machen möchte. Ich habe mit meiner Mutti letztens noch so ein bisschen gesponnen, dass wir vielleicht mal eine Kita zusammen aufmachen, beziehungsweise halt eigentlich eher so eine Kindertagesstätte. Also das ist dasselbe. Was laber ich? Ich meine, dass wir mal zusammen Tagesmutti werden, weil meine Mutti hat eigentlich schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, schwärmt sie so ein bisschen davon, in ihrem späteren Leben mal Tagesmutti zu werden und das selbstständig zu machen. Und ich hatte letztens so die Idee, hey, lass es doch zusammen machen. Und eventuell, vielleicht wird es irgendwann mal was. Ich würde mich mega freuen. Das ist natürlich immer ein Riesenschritt für meine Mutti auch. Da sie jetzt schon lange in ihrem Beruf arbeitet, dann das alles hinzuschmeißen und was Neues selbstständig jetzt anzufangen. Aber ich denke, als Tagesmutti wird man immer irgendwie gebraucht. Ich meine, die Kindergärten sind überfüllt und jeder braucht irgendwie einen Platz für sein Kind. Deswegen finde ich, ist das so ein richtig sicherer Beruf, den man bestimmt auch eine lange Zeit so rummachen kann. Deswegen, vielleicht wird das irgendwann mal was. Ich würde mich richtig freuen, weil ich auch mal ein Praktikum im Kindergarten gemacht habe und es echt schön war. Mal schauen. Aber jetzt bin ich erstmal beim Strom. Ansonsten, willst du in deinem Ausbildungsjob später weiterarbeiten? Das erklärt so ein bisschen die nächste Frage. Wie gesagt, ich denke, das Jahr, was ich übernommen werde, werde ich dort auch erstmal im Betrieb bleiben. Und ich denke, das ist auch ein Beruf, den ich mir so zukünftig vorstellen kann, weil man einfach in sein Büro kommt, seine Aufgaben erledigt und danach auch wieder geht. Ich habe auch flexible Arbeitszeit, ich kann also kommen und gehen, wann ich will. Wichtig ist halt nur, dass man nicht zu viel Minus macht, logisch. Es ist auch kein schlecht bezahlter Job. Also es ist eigentlich wirklich nicht schlecht, man kann sich echt nicht beschweren und deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall was ich auch für die Zukunft mir vorstellen könnte, aber wie gesagt, vielleicht gehe ich auch nochmal so ein bisschen in die soziale Richtung oder vielleicht nochmal eine ganz andere Richtung, ich weiß es noch nicht, es stehen noch alle Karten offen und Robin sagt auch immer, der will danach vielleicht noch ein Abitur machen, vielleicht hole ich das auch nochmal nach und vielleicht mache ich da nochmal ein bisschen was in Richtung Ernährung, was mich super interessieren würde, ich weiß es noch nicht. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber ich kann es mir auf jeden Fall auch für die Zukunft vorstellen. Definitiv. Wie ist es, mit Partner zusammenzuleben? Gibt es oft Streit? Musst du dich stark eingrenzen? Also ich muss sagen, ich muss mich eigentlich nicht stark eingrenzen. Klar, es ist immer mal ein bisschen schwierig, weil oft Sachen von mir rumliegen, die dann Robin stören und andersrum. Aber letztendlich bin ich einfach auch ein sehr ordentlicher Mensch und räume halt einfach auch sehr viel auf. Also es muss sauber sein, es muss ordentlich sein. Kann sein, dass das Robin vielleicht ein bisschen nervt, weil ich halt sehr, naja, dann so nach dem Motto, räum mal dein Zeug weg und wasch jetzt mal dein Zeug auf und mich nervt, dass das hier rumliegt. Andere, die freuen sich, in eine eigene Wohnung zu ziehen, um einfach mal das Zeug auch hinzustellen und liegen zu lassen und nicht immer alles gleich wegzuräumen, weil Mutti das will. Aber bei mir ist es halt eben so, dass ich es einfach ordentlich brauche. Und deswegen, wenn es mich dann stört, räume ich es einfach selber weg. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, ergänzen wir uns da so ein bisschen gegenseitig, weil Robin den Dreck macht und ich ihn einfach aufräume. Nee, so schlimm ist es jetzt nicht. Also, wenn ich jetzt sage, er soll mal saugen oder mal den Geschirrspüler ausräumen oder die Wäsche aufhängen oder so, dann wir teilen uns da auf jeden Fall schon die Aufgaben mit rein. Also, das passt schon. Ich muss es ihm halt einfach nur sagen. Aber einschränken tun wir es eigentlich gegenseitig nicht, würde ich nicht sagen, weil einfach jeder sein Ding macht. Und ich meine, wir haben eine Zweiraumwohnung, also wenn der eine einem jetzt auf den Sack geht, kann man sich auch mal aus dem Weg gehen oder man geht mal raus oder keine Ahnung. Also eigentlich kommen wir bis jetzt ganz gut miteinander aus und wenn es wirklich mal Sachen gibt, wo wir uns mal zoffen, dann reden wir da eigentlich auch drüber, sei es einen Tag danach oder noch an demselben Tag, aber irgendwann wird das Problem geklärt und dann verstehen wir uns eigentlich wieder richtig gut und es ist auf jeden Fall schon ganz cool, so zusammen zu wohnen. Wenn er denn zu Hause ist, manchmal ist er ja auch auf Montage, dann bin ich hier allein und das ist nicht gerade so schön. Tipps, wie man sich selber lieben lernt. Gute Frage. Es ist schwierig. Gerade nach so meiner Vergangenheit, die vielleicht auch viele von euch haben, ist natürlich schwer, sich selbst zu akzeptieren. Wenn ihr mal Bock habt, dass ich da ausführlicher in einem Video drüber rede, kann ich das gerne mal machen. Es fällt mir ja momentan selber auch noch ein bisschen schwer, weil ich durch dieses ganze Homeoffice und am Wochenende nicht viel rausgehen und generell einfach dieses Eingeschränktsein so oft einfach Langeweile habe und aus Langeweile esse,
habe ich auch stark zugenommen. Das merke ich einfach. Ich wiege mich nicht, aber ich spüre das einfach. Aber manchmal gibt es auch so Momente, wo ich vorm Spiegel stehe und mich einfach wohlfühle und einfach abdance, auch wenn ich eine kleine Wampe vorne dran bekommen habe. Und es ist auch völlig okay. Und ich gucke auch ganz oft viele TikToks, die mir angezeigt werden, wo so ein bisschen kurvigere Frauen einfach selbstbewusst tanzen. Und ich finde das so schön. Und ich finde es einfach schade, wenn man dafür gemobbt wird oder runtergemacht wird, weil man eben nicht so den Schönheitsidealen entspricht. Das ist auch... Es ist so Schwachsinn, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise schön. Solange man mit sich selbst zufrieden ist, ist alles toll. Und wie man das kann, ist eine gute Frage. Versucht einfach mit eurem Körper im Einklang zu kommen, auf euren Körper zu hören und mit ihm zusammenzuarbeiten, nicht gegen ihn. Und ich denke, dann hat man eigentlich den besten Weg gelegt, um selbstbewusst zu werden. Einfach, ja, an sich zu glauben und einfach auch zum Beispiel zu essen, wenn man Lust hat. Und worauf man Lust hat, dann kommen nämlich auch diese Heißhungerattacken nicht, ne? Genau, und ja, zieht Sachen an, in denen ihr euch wohlfühlt, seid happy und irgendwie kommt das dann so ein bisschen von allein irgendwie. Und ich denke, es ist auch einfach die Reife und die Zeit, es braucht einfach manchmal eine Weile, bis man das alles verarbeitet und bis man merkt, welche Zeit man eigentlich verschwendet hat damit, indem man sich Sorgen gemacht hat, wie man aussieht und was man isst. Wie viel Zeit habe ich in meinem Leben verschwendet mit einer Essstörung und mit den Gedanken daran, wie ich aussehen soll? Das ist super schade eigentlich, weil das einfach, ja, kostbare Energie ist, die ihr verschwendet. Deswegen, es hat eigentlich nur Vorteile, selbstbewusst zu sein. Und es strahlt nach außen hin einfach immer ein bisschen besser, sage ich mal, wenn man auch so ein bisschen an sich glaubt und nicht immer so pessimistisch ist. Schweres Thema, schlecht zu erklären. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich das Video jetzt, wie gesagt, hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war vielleicht jetzt mit den kleinen Q&A nicht ganz so langweilig. Schreibt gerne Videowünsche in die Kommentare und auch Food-Challenges, die wir mal wieder zusammen machen sollen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ciao!